Hello, glad to see you again. Today I thought we'd do an almighty winter pitcher. And I'm going to start with sort of a gray color here made by mixing a little Prussian blue, a little brown, and a little white. And we're just going to start gently working this. We'll start working this. There we go. Now, let's take here a little bit of the gray color, and I'm going to lighten it up just a little bit with a little titanium white. Okay. Take a little thin oil here. And I hope in the last 30 minutes we have shown you something that you can do very quickly, a way to make some almighty clouds, almighty mountains, some fantastic things using very, very limited palette. We've used mostly blue, brown, and white in this picture, almost nothing else at all. But it's a very effective picture. Nimm hier. Das ist der neue offizielle Trinkgruß, den hätte ich gerne überall. Ja, Bulli, nimm hier. Wir machen auch ein bisschen hier so. Ah, das ist schön. Ja, ach nee, du darfst nicht. Du hattest schon zu viel. Also ins Auge so ein bisschen. Direkt in die Leber. Der hat gießen. Getrunken direkt bevor dieser Zustand dann passiert ist. Im Auto. Wir haben schon eine Folge Gabriel und Knight Spiele mit Bart, Folge 12. Folge 11 haben wir hinter uns und jetzt sind wir bei Folge 12. Ja. 11 haben wir aufgenommen, jetzt ist Folge 12. Wir haben gerade festgestellt, das war für mich auch neu, das ist bisher unser längstes Spiel mit Bart. Mit Abstand. Mit Abstand. Ja. Weil wir sind jetzt, guckt euch die Punktzahl an, 236 von 678. Wir sind nicht mal halb durch. Es kommt aber auch zustande, weil hier es einfach auch ein sehr laberiges Spiel ist. Also die fangen an und reden und reden und, also ich weiß, wir auch, ne? Es ist ein ständiges Abwechseln. Genau, also. Aber man muss ja auch das kommentieren, was, wenn die Wurstfrau einem dann ja hier wurdest, dann muss man mal eine Minute drüber reden oder vier. Wenn der Waldlerschinken 1,99 Mark kostet, das ist ein Preis, der ist heutzutage nicht mehr haltbar, da muss man drüber reden. Guck mal, wir hatten das ja auch hier, du gehst da rein und dann siehst du ein Schild, wo da einfach steht, Weißwurst 6 D-Mark und Angebot Hackfleisch 9,99. Bei 6 Mark, ist es zu viel für eine Weißwurst. Wirklich? Für ein Kilo, okay. Für 100 Gramm zu viel. Aber für eine? Ein Kilo Hackfleisch, 10 D-Mark. 10 D-Mark ist auch krass. Das sind 20 Franc in Euro. Und vieles mehr. Kann ich das umrechnen? Oder? Wie viel Schweizer? In Euro, 300 Dollar. Wie viel Schweizer Dukaten ist das? Ja, es ist egal. Du kannst jede Währung nehmen. Ich hab deine Nase. Ich deine Geldbörse. Nein! Okay. Wir haben beim letzten Mal sehr ausführlich mit Baron von Glorer gesprochen. Wir haben den Keller aufgesucht im Jagdclub mit dem immer noch sehr abstrusen Kuckucksuhrenrätsel. Ja, lass uns nie wieder drüber reden. Das ist so wahrscheinlich das Ziegenrätsel in diesem Teil. Es ist es wahrscheinlich, ja. Klebt den Bart auf die Ziege. Klebt den Bart auf die Ziege. Klingt wie ein Spiel mit Bart. Eigentlich schon. Egal. Ich will jetzt einmal checken, es ist bestimmt noch ein paar mehr Gesprächsoptionen aufgegangen. Also aber bei ihm waren wir schon. Bei ihm waren wir, aber da haben wir gerade mit dem Baron gesprochen. Vielleicht ist jetzt schon der Nachmittag. Das ist wahr. Wir warten eigentlich darauf, dass es Abend wird und wir in den Jagdclub gehen können. Genau, es ist wie beim Borderline. Zeit fürs Borderline, oder? Nee, aber es wird nicht weiß, oder? Du kannst gar nicht hingehen. Ich kann gar nicht ins Borderline. Doch, du kannst, du musst nur weiter runter, glaube ich, links. Ja. Ah, da, okay. Hier kann ich nicht hin. Hä? Okay, Leute, dann ab zum Bondage, ne? Du kommst hier nicht rein. Was ist das? Say what? Was war das denn? Beim Näher hat leider nichts hier, gehen wir wieder raus. Wie bei Phantasmagoria 2, wo wir auch ewig durch den Doktor und dann wieder zum Traumbaum. Und irgendwann konntest du dann zu den Ledertänzern. Ich wüsste jetzt schon nicht mehr genau, was die eigentliche Auflösung von Phantasmagoria ist. 2. Wer war das, der da eben mit mir gesprochen hat?
Kreaturen aus der Dimension X natürlich. Ich glaube es noch zu wissen, aber es ist wirklich so, das verschwimmt alles so. Es verschwimmt in Unmengen von Bärten und Alkohol und dummen Running Gags und Minimatzen. Es ist irgendwann, ich weiß nichts mehr. Es ist ein Meer aus Schwachsinn. Und die Quelle war ein Meer aus Schwachsinn. Wir haben noch mehr Schwachsinn draus gemacht. Das war ein Meer aus Schwachsinn. Wir haben mehr daraus gemacht. Ja. Mehr. So wie es dazugehört. Hier haben wir auch noch was zu erledigen. Könnte das sein? Wir waren doch schon überall. Moment. Wir waren draußen überall, ja. Moment, nee, mit der Asiatin haben wir die extra Räume in dem Schloss gefunden. Können wir dir jetzt einen Brief schreiben oder sowas? Das muss es sein. Das ist es. Ja, es wird ein Brief geschrieben. Ich sorge besser dafür, dass Gracie beschäftigt ist. Mit etwas anderem. Dafür zieht er sich die Jacke aus. Ja. Ja, hallo Grace. Hochachtungsvoll, deine Frau Mama. Jetzt. Und können wir ihn zur Post schmeißen? Aber ich will wissen, was er geschrieben hat. Würde ich auch gerne wissen. Kannst du nicht einfach einen Brief schreiben und sich darüber informieren? Wir sind deine Spieler. Wir sind quasi dein Gewissen, was hier zuschaut. Das erklärt übrigens auch, warum er so abgedreht ist. Der ist ein bisschen Ciancali drauf, immer auf den Briefumschlägen. Aber nur ganz wenig. Bisschen PCP. Macht einen gerade so wahnsinnig. Wenn es für die Kapsel im Backenzahn nicht gereicht hat. Ne? Okay. Das ist echt... Ich hätte das jetzt gemacht. Ich meine, sie haben sich wirklich deine Chance genommen, uns ein bisschen irgendwie was über Gabriel auch über seine Art zu beschreiben. Also man hätte doch wunderbar die Art, wie er schreibt, was er schreibt, an wen er schreibt. Das sind doch alles wichtige Informationen. Grace Nakimura. An Grace, er schreibt wirklich an die Olle, mit der wir schon gespielt haben und wir hören das nicht. Das finde ich bedenklich. Mein Brief an Gracie. Das finde ich bedenklich. Ja, wir werden es wohl, wenn wir dann wieder zu Grace wechseln. Ach so, natürlich. Dann dass sie es dann vorliest. Aber gut, okay. Ich hätte trotzdem den Anfang gerne gehört. Liebe Grace. Das stimmt, aber Entschuldigung. Dass man ein bisschen angefixt ist. Es wirkt halt so unrealistisch. Man fühlt sich irgendwie, man ist es gewohnt, dass wenn jemand einen Brief schreibt in irgendeiner gefilmten Situation, dass es sofort dass dann vorgelesen wird, dass die Stimme vielleicht noch sich wechselt, wenn du die vom Hutzelbaron aus Phantasmagoria liest. Ja, ansonsten die alte Stimme draus. Irgendein Typ mit langen Haaren, der auf dem Blatt kritzelt. Also. So, ich bring's jetzt mal bei der Post vorbei und es ist immer noch nicht. Also was bedeutet denn jetzt eigentlich gelb und rot? Vorhin war Marienplatz rot. Ja, rot, jetzt ist Loch am Rot. Nein, rot bedeutet, dass wir gerade uns an diesem Ort befunden haben. Wo wir das ist also so einfach. Wir sind momentan noch da und ein wenn es blinkt. Ein Vollidiot wäre darauf gekommen. Wenn es blinkt, heißt es gibt da noch ein bisschen was zu tun. Also gut, lass uns nicht vergessen, bei uns daheim muss irgendwie nochmal was gemacht werden und wir checken nachher mal, was wir noch an Items haben. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist... Großbecks Telefonnummer ist das Ding, was wir uns aufgeschrieben haben. Die Nummer 555-4432. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist... Hallo? Hallo? Mein Name ist Knight. Ich bin ein amerikanischer Partner von Herrn Großberg. Wir sind ja. Ich rufe gerade die Leute aus Herrn Großbergs Adressbuch an, um sie zu informieren. Wissen Sie das, Herr Großberg, leider? Ja, ich weiß von seinem Tod. Ja, es tut mir leid. Würden Sie bitte nochmal Ihren Namen nennen, damit ich in der Liste nachsehen kann? Reinhold? Knight. Keller. Knight. Hoffmann. Ich kann sie nicht finden. Können Sie unter von nachsehen? Es ist von Neid. Ah, gut. Von Eigner, Ackermann, Adler, da stehen Sie auch nicht. Entschuldigung, sagten Sie von Eigner? Ja. Kennen Sie von Eigner? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne die meisten Geschäftspartner von Großberg nicht. Aber Großberg kannte ihn.
Wenn es um Geld geht, dann haben Sie kein Glück. Alle Konten sind gesperrt, bis jemand hier übernimmt. Außerdem sind Sie sowieso leer. Wirklich? Könnten Sie nicht vielleicht für mich in einen Kontoauszug schauen? Leider nicht. Ich habe nur das Adressbuch. Die Polizei hat Herrn Großbergs Akten mitgenommen. Oh, sowas. Danke. Wiederhören. Also die Pose, wie er auch sitzt, und er hat jetzt, weil er einen Namen gehört hat, irgendwie der wohl eine Connection dann damit hat, wie er da sitzt, er ist natürlich wahrscheinlich eher stolz darauf zu präsentieren, was er hat. Ich möchte daran erinnern, dass er mir der Gunnar erzählt, als er mit dem Felgenralle dann hier Wir müssen reden gemacht hat, hat er auch so eine Pose beim Sitzen gehabt, aber mit einer ziemlich knallengen Jeans. Und da war der größte Chat davon, ach, er ist Rechtsträger. Nein, echt? Ja. Also Felgenralle hat sein Genital... Bei uns so, also ich kann das nicht. Ja, hier ist zu viel Luft einfach. Ja, du hast einfach nicht die hautenge Jeans. Ne? Oder nicht den großen Penis. Den hautengen Penis, ich ja. Ich hab keinen feigen Penis. Das ist nicht mehr Sinn. Weißt du eigentlich, dass Feigenralle wegen unserer blöden Kacksendung hier genau auf diesem Sofa saß, ja, neben mir und mir Feigen gefüttert hat. Hat er das? Ja, wirklich, er kam rein mit so einem Tablett voller Feigen. Angefangen hat es, dass ich auf einmal zig Tweets bekam, du bist umbenannt worden, heißt jetzt Feigenralle mit diesem Bild, wo die Feige auf meinen ja, Kopf gesetzt wurde. Danke an euch. Und ich so völlig ahnungslos, was ist denn hier los? Und irgendwann hat mir einer gesagt, dass du der Hauptverantwortliche dafür bist. Und dann habe ich mir das Video angeschaut. Kannst du mir beschreiben, was ich da sage, weil ich weiß es nicht mehr. Weil du findest es völlig unverständlich, warum jemand, der sich für Autos interessiert, Felgenralle heißen soll. Fehlt für den HSV, Feigenralle. Feigenralle hat hier geschlafen. Feigenralle? Felgenralle heißt er. Felgenralle. Warum will ich immer Feigenralle heißen? Ey, mir ist es so scheißegal. Warum soll er Felgenralle? Felgenralle ist genauso weil scheiße weil wie gern, Feigenralle. Weil er gerne schnelle Autos. Feigen auf, sind die Felgen der Zukunft. Wir können uns... Bitte notieren. Wir können uns, pass auf, wir einigen uns darauf, von dir lasse ich mich hin und wieder Feigenralle nennen, wenn... Wenn ich eine Felge esse. Du jetzt Feigen isst. Warum und er denn? War, nee, es okay. War, ja, und doch, es war, oh, ey, die haben so gut geschmeckt. Ja, Feigen mit Limonenschale und Saft drüber. Oh. Du würdest nicht glauben, das sind zwei Sachen, die zusammen kombiniert. Boah, ich war so fasziniert davon, wie gut es schmeckt. Lass uns Leute mit was anderem Leckerem beleidigen. Ich finde auch, ja. Schnitzel, Peter. Schnitzel. Peter Neururer. Ja. Ach, ja, mir fallen auch nur gerade irgendwelche Fleischsorten ein. Scheinbar sind wir offensichtlich Fleisch. Wir sind ein bisschen fleischfixiert, ja. Gut. Aber dann hat das ja nochmal ein gutes Ende gehabt mit dem Feigen gerade. Ja, ich habe auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich konnte mich nämlich gar nicht mehr erinnern. Ich ja, weiß ich überhaupt nicht, wie das entstanden ist. Ja, beim Schnitt habe ich es auch erst wieder gesehen und gemerkt. Und der Feigenralle denkt ja auch immer, man will ihm was Böses. Ja. Der hat ja immer Angst. Vor allem, es wird aus dem Kontext gerissen und die Leute tweeten dann, haha, Simon hat die Feigenralle genannt. Also nur wegen der Sportbild. Nur weil ich feige bin, oder was? Der Feigenralle hat Angst wegen der Sportbild, weil die Sportbild immer gegen Sportler schießt. Sobald die mal einmal, also essen die einmal eine Feige, schon wird aus dem Felgenralle der Feigenralle. Wir sind anders. Wir sind anders, wir sind gut. Und der Marienplatz. Du hast es geschafft. Der Marienplatz, es war tatsächlich das Telefongespräch. Was bleibt noch? Entweder im Club oder es ist schon Abend mittlerweile oder... Ich glaube wirklich, das ist das Ende. Nein, im Ernst. Das ist das Ende jetzt des Kapitels. Alle Fäden lösen sich und es geht langsam jetzt in Richtung ein Ziel. Und ich garantiere dir, danach ist das Kapitel zu Ende. Guck mal, wir haben fast... Ja, 243. Das ist sehr gut. Kommen immer näher. Fast haben wir die Hälfte. Fast. Ich will noch einmal beim Anwalt hören, ob der jetzt eine neue Option hat, wenn wir schon mal in der Nähe sind, und dann gehe ich in den Club. Frage mal lieber, ob er eine neue Bedienung hat. Bedienung. Aushilfe. Ja, Aushilfe. Seitdem sie frei hat, ist hier Selbstbedienungsladen. Hast du was? Nee. Ich habe im Augenblick nichts mehr. Okay, dann gehen wir raus. Das bin ich setze mich gern zu Harry immer. Also er hatte auf jeden Fall wichtige Infos. Wenn ich diesen warmen Leberkäse lese, möchte man schön, ne? Dabei mag ich Leberkäse nicht, aber es ist das Warm, was mich irgendwie hungrig macht. Ja, bevor ich mal Leberkäse in freier Natur gesehen habe, dachte ich immer, es ist Käse. Weil es Leberkäse, du denkst, aber das ist doch Fleisch. Was? Na schön, Kowalski. Womit soll ich dir denn dein Brot belegen? Fleisch! Und was für eine Sorte Brot möchtest du? Fleisch! Einmal über die Theke mit ein bisschen Leber drin. Ja. So habe ich das, so wie Teewurst. Möchtest du nicht wissen, was da drin ist? Oh Gott, nee. Ja, alles. Möchte ich nicht.
Also einfach alles. Mhm. Auch, weiß nicht, der Ring, der Ehering vom Metzger. Der Faden. Wenn der, ja, der Faden. Der Beutel. Leute, die nachgefragt haben, was in der Teewurst ist, die sind auch in der Teewurst. Solche Sachen, ja. We don't talk about the Teewurst. We don't talk about Teewurst. Ich glaube, die Quelle gibt nichts mehr her. Okay, nichts ist da. Ist hoffentlich jemand da? Ah, da ist es. Der große Abend. Da ist er ist so aufgeregt. Hallo, ich bin schon nackt, innerlich. Herr Knight? Ich trage meine Jacke. Oh! Guten Abend. Guten Abend, ich bin's, mit Abstand. Oh Gott, jetzt wird's geil. Auch, Herr Preis. Das wird geil. Oh, ich freue mich schon. Der kommt ins Kreuzverhör heute. Ja. Der gibt zwei, die mögen ihn, zwei, die hassen ihn. So, 100 Leute haben wir gefragt. vier Jäger haben wir gefragt. Ich habe einen Freund in der Nähe besucht und dachte, ich nehme lieber eine Dusche, bevor die anderen hier ankommen. Eine Dusche? Ich war ein wenig aromatisch. Hat er jetzt gestunken oder was? Ich raff es nicht. Es war aromatisch, ich nehme eine Dusche. Was ist denn eine Dusche? Ist das der Jägermeister da hinten oder was? Und warum ist man danach aromatisch? Oder man war vorher aromatisch? Hä? Ich glaube, der kriegt seine Wörter durcheinander und schmeißt also, einfach random Adjektive. Wenn er nach Männerpenis gerochen hat aus dem Mund, ja, dann verstehe ich, dass er sagt, okay, das passt hier nicht rein, München, Jagdclub. Mentos the Freshmaker. Da, genau, da kommt ja Christian Tramitz ins Spiel. Ja. Mit seinem Mentos. Wenn du so ein Ding im Mund hast, so einen riesigen 3 Meter langen Kaugummi, da kannst du auch nicht mehr irgendwas anderes noch reinstecken. Das ist vielleicht die tiefere Bedeutung. Deshalb sind sie so beliebt wahrscheinlich auf den katholischen Jungenschulen, ne? Damit die Route ja nicht mal reinpasst. Oh, Moment, stell dir vor, ich hätte jetzt einfach, ich hätte ein Pfarrer-Outfit an, Moment. Ja. Mentos Freshness! Ne? Nee? Damit auch sie nicht mehr nach Messdiener riechen. Oh Gott, das gibt Ärger. Nein, das ist ja schlimm. Du hättest Schlimmeres machen können, du hättest andere Glaubensrichtungen beleidigen können. Die Christen, die haben wir kaputt toleriert. Außerdem da, also über wen kann man sich denn lustiger machen? Als keiner mehr. Genau, ne? Du kannst, die haben sich schon vor allem, die haben die ganzen Leute vor 500, 600 Jahren noch abgemetzelt in den ganzen Kreuzzügen ja, und alles. Ja, und heute können wir drüber lachen, das ist heute auch ist, was. Hahaha. Immer im Ernst, nein, muss man ja auch mal sagen, heute ist, lasst es einfach mit euch geschehen. Religion ist schnell vorbei und wir meinen es auch nicht böse. Und genau das ist das Gleiche, was sie zu den Messdienern sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück schaut meine Mutter nicht. Ja, ich rede mal. Das ist das eine, was immer durch meinen Kopf geht. Ich rede mal mit dem von Abstand. Der sieht auch gleich so. Den würde ich gern vernaschen. Herr Preis? Ich denke nach. Setzen Sie sich. Teilen Sie meine Andacht. Und? Ja. Das ist aber, das kannst du nicht faken. So scheiße kannst du nicht timen. Das muss von alleine geschehen. Ist das jetzt eine offensichtlich, also eine offensichtlich homosexuelle Person, weil der trägt ja auch jetzt den Ohrring links, oder ist das links oder rechts? Ich weiß gar nicht mehr, was das der Indikator ist. Der hat ja nur einen Ohrring. Ich glaube, der trägt ihn links. Was heißt es denn? Oder ist es wieder der Hanky-Code? Wo hinten in deiner Tasche ist das Taschentuch? Ob du ein Pitcher oder ein Catcher bist? Nein. Warte mal, dann mache ich der schwarze Wolf jetzt zuerst, wenn du das schon sagst. So. Haben Sie jemals vom schwarzen Wolf gehört? Ja. Was? Ja? Wirklich wo? Selbst Gabriel ist überrascht. Oh, weiß nicht. Hört sich vertraut an. Sagen Sie mir es, wenn Sie sich erinnern? Natürlich. Oh. Natürlich. Das ist bisher mein Liebling. Das war schon cool. Das ist, könnte man fast überlegen, ob er nicht eingeweiht ist. Ja. Oder ob er sehr gut schauspielert, im Gegensatz zu den anderen. Dass er wirklich so der Hardcore-Oberbösewicht ist und einfach wirklich diese. Also, das ist der Coolste. Der ist mit Abstand wirklich der Coolste hier. Ja, ne? Schon. Er sieht auch cool aus. Er hat vollkommen eingelöst bisher, was er versprochen hat. Guck mal, seine rechte Hand hier. Ja, da hat er nicht nur so ein Kettending, er hat auch noch einen Ring und da hat er noch einen Ring. Warum hat er wirklich so viele Ringe? Ist das ein extra Finger hier, wo der Ring? Ich glaube, der hat sogar einen extra Finger. Der hat einen extra Finger. Sixth Fingers Problems sind es bei ihm.
Ey, da fällt mir immer da rein, die Geschichte, als ich bei euch im Vorstellungsgespräch war, damals 2006, wo ihr gesagt habt, hey Leute, wir suchen welche für Game One. Ich habe damals bei Riesenbuhai vorne, als die hier im Karo-Viertel noch gewesen sind, saß ich da in der Eingangshalle, habe darauf gewartet, dass ich dann zu euch dann reingehe. Und das war auch die Küche parallel und da sind zwei Leute da hingegangen und haben sich darüber unterhalten, wie der Cousin von einem sechsten Finger hat, den er sich amputieren lassen muss, damit er wieder fünf Finger oder sowas hat. Ja, aber jetzt ist es nicht evolutionär viel besser, wenn du noch einen Finger hast? Eigentlich schon, ne? Aber wahrscheinlich kannst du nicht mehr dann Handschuh shoppen gehen. Meet the De Silva family. Okay, das ist die eine Sache, die du nicht mehr kannst. Ja, und beim Tippen musst du dann das Elffingersystem. Ja, das glaube ich. Nee, genau. Du kannst, ja, wenn du richtig genetisch richtig abkackst, hast du ja das Zwölffingersystem. Und dann kannst du, glaube ich, richtig gut tippen. Ja. Ich könnte schwören, dass Leute mit sechs Fingern, dass sie besser Klavier spielen können, dass sie besser Gitarre spielen können. Eigentlich schon, ne? Die kriegen dann diese ganzen doch, klar. Gitarrenspieler? Also ich weiß natürlich nicht, ob die, welcher Finger ist der, den du doppelt hast, oder ist es sogar ein ganz neuer Finger, der anders geformt wird? Hier, du weißt ja nicht. Ein ganz neuer Finger, stellt euch das mal vor, der vielleicht alles kann, was die anderen Finger nicht können. Du hast den Daumen, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, Kleinfinger und Gnabbi-Finger. Gnabbi? Nein, ich finde Gnabbi. Und den Gnabbi. Super. Herr Doktor, ich habe mir den Knabbi gestoßen. Daumen, Zeigefinger, Ringfinger. Nee, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Knabbi. Es passt, als wäre es so gedacht. Ja, so ist es. Ey, aber ganz kurz, wenn ihr sechsfingerige Musikanten kennt, Musiker, bitte schreibt es echt mal drunter, dann wissen wir es für die nächste Folge und können davon eine Minimatz einbauen. Ja, das wär krass, genau, da würde ich gerne mal checken, wenn du sowas hast. Die Ironie des Schicksals wäre es, wenn du so ein sechsfingeriger Musikant bist, aber dann spielst du nur irgendwie Triangel oder irgendein Instrument, wo du nicht brauchst. Ja, oder halt Drums einfach. Interessant, würde ich mir nie, wenn ich einen Finger hätte, einen extra, ich würde den mir nicht wegmachen. Ich wüsste nicht, warum, ganz ehrlich. Da haben sie sich darüber unterhalten, mir ist nur in einem Gedächtnis. Du kannst sagen, mal, fickt euch doch, also jetzt mit dem Extrafinger. Mit dem Gnubber. Gnubbt euch doch. Im Ernst. Und keiner kann euch das nachmachen, das ist doch genial. Mein Eindruck war zumindest, okay, ja, das ist wohl das Showgeschäft. Sowas machen die hier regelmäßig. Let's Showbiz. Irgendwann haben wir den Punkt, wo Leute sich den sechsten Finger dran machen lassen, weil das irgendwie cool ist. Und Deutschland sucht den Superfinger. Irgendwann hast du dann nur noch so ein... Wie so ein Kranz an Fingern. Ja, wie so ein Seeigel aus Fingern. Entschuldigung. Es ist manchmal weiß ich auch nicht. Ne? Manchmal, ich rede noch mal weiter mit ihm. Baron von Glover sagte, Sie sind Anwalt? Sexy Anwalt. Ja. Und glücklicherweise bin ich in der Situation, nur Fälle übernehmen zu müssen, die mich interessieren, da ich genug Geld habe. Ich genieße die Freiheit. Oh, darf ich mit dem spielen? Was tun Sie denn so in Ihrer Freizeit? Jagen. Und ja. Ich unterhalte. Mich mit wem? Also. Hat er gesagt, ich unterhalte oder mich unterhalten? Nee, ich unterhalte. Er unterhält. Er ist also Komiker. Ich weiß es nicht. Also Entertainer. Ich hätte den lieber als Hauptcharakter. Das ist der Anwalt, der nur Fälle wählt, ja, auf die er Bock hat. Aus irgendeinem Grund. Das wäre doch ein viel interessantes Spiel als jetzt hier der Schattenjäger, der sich das Gesicht knautscht. Da hast du recht, ne? Aber es ist auch, also er ist wirklich sehr, nicht sympathisch, aber sehr interessant. Allein schon, er hatte doch am Anfang diesen Satz. Ja, oder? Genau. Er war das? Er war das. Okay, von Anfang an delivered. Anders kann ich es nicht sagen. Endlich mal wieder ein interessanter Charakter, der mich nicht aufregt, ja, der nicht die Haare umgewuchtet hat. Auf jeden Fall, aber ich finde auch, dass alle drei Jagdclub-Charaktere bisher auf ihre Art natürlich interessant sind. Ja? Der eine Arsch. Dann der Baron, der eigentlich ganz nett ist, dann eher der Anwalt. Bin sehr gespannt, was noch. Da waren noch zwei andere. Oder? Wir hatten noch den saufenden Bürgermeister, so lass uns mal Bier trinken. Und den Arzt. Und der Arzt. Den kennen wir ja schon. Ja, der Klingmann, ja. Also eigentlich nur der saufende Bürgermeister fehlt noch. Ja, der Bürgermeister ist der Wolf, ich sag's. Meinst du? Ich lege mich jetzt fest, einfach nur, weil wir von dem noch nichts gehört haben, der Bürgermeister ist der Wolf. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob du dann auch den Pool ausgezahlt bekommst am Ende. Ja, das ist meine Whip of Wisdom. Das ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber was für Unterhaltung meinen Sie eigentlich?
Mögen Sie Frauen, Herr Knight? Ich nicht. Ja, ab und an. Ich bete Sie an. Nennen Sie es Besessenheit. Das Anschleichen der Tanz. Der Köder der Haken. Und was tun Sie, wenn Sie sie am Haken haben? Ich werf sie zurück ins Wasser. Sie wissen's. Sie sind doch selbst ein Genießer. Oder habe ich mich in Ihnen getäuscht? Ich bin nur ein Schatten meiner Jugend, Herr Preis. Da war ich noch ein Stecher. Also, na, also jetzt will er sagen, dass er gerne auf der Pirsche geht und Frauen jagt. Also ich finde, komm. Aber alle sind Jäger. Ja, aber er kompensiert doch ganz eindeutig. Also wenn du da keine sexuelle Spannung in der Luft siehst, die du mit einem Messer schneiden kannst. Also er möchte eigentlich Gabriel Knight. Er möchte gerne seinen Schattendolch mal kurz in die Hand nehmen, genau. Verstehen. Ja, er ist neidisch auf die Haare. Siehst du rechts? Das stimmt, ja, ja. Rechts ist die, siehst du die Lampe sich spiegeln in seiner Stirn und links volles Haar. Da werde sogar ich neidisch. Da möchte ich meine Hände reinwühlen. Sagen und sagen, ja. Vergraben und sagen, ja, Gabriel, schüttel dein Haar. Hätte mal, wo er sich die Haare, runzel deine Stirn. Wo sich der Schauspieler die Haare abrasiert hat, hätte mal der Öffentlichkeit bereitstellen sollen. Das gehört in ein Museum, damit jeder mal seine Hände reintun kann. Heute würde ich sagen, ja, wenn wir die Haare von Gabriel Knight hätten, wir würden sie ausstellen und es wäre wahrscheinlich das Coolste, was wir hier hätten. Ich würde sie tragen, Budi würde sie tragen. Der Budi auf jeden Fall, ja. Er wehrt sich ja nicht. Ja. Der ist sehr tolerant. Ist eigentlich der viel bessere Budi. Der hat nie Probleme mit irgendwas, was wir mit ihm machen, ne? Nee. Ne? Schnups. Da wäre er in Wirklichkeit, hätte er nicht so Bock drauf. The gift that keeps on giving. Ja? Budi, du wurdest leider ersetzt gegen diese Figur. Er hat das selbst schon auch gesehen und gesagt. Ja, wir müssen irgendwann so, mal, irgendwann macht er einfach, wenn Budi Bonjour nicht machen kann, ist der Budi-Kopf dann einfach da. Einfach hin, still und alle Leute interpretieren irgendwas rein. Ja. So, oh, der Budi heute, der ist so seriös und finde ich gut, dass der Budi irgendwie auch mal nicht redet, mal nichts sagt. Er weiß, das, da würden Leute direkt was hineininterpretieren. Die besten Gespräche entstehen zwischen den Sätzen. Oh, das ist wundervoll. Da sagst du das meiste. Das ist auch ein Credo vom Spiegel, der da auf dem Tisch liegt. Ja. Die besten Sätze stehen zwischen den Sätzen. Genau, wir haben es gesagt, also wo wir das aufnehmen, ist die Folge noch nicht ausgestrahlt, wo wir hier das hier gesehen haben. Vielleicht haben wir bis zur nächsten Folge mal die Info, welcher Spiegel es war. Es könnte noch die alte Fun Generation sein, in der Phase, in der sie den Spiegel imitiert hat. Aber die waren dann nur wirklich 3-4 Monate, oder? Es war ein halbes Jahr. Was, ein halbes Tatsächlich Jahr? Tatsächlich ein halbes Jahr, aber auch mehr nicht. Es waren, glaube ich, 6-7 Folgen. Mhm. So, dann sagen wir mal weiter. Hier zum Club. Was halten Sie von der Clubphilosophie? Funktioniert doch. Titten, titten, jum, jum, jum. Wirklich? Titten, titten und die Frau bleibt dumm. Wir alle sind Tiere. Warum's leugnen? Sie glauben also nicht daran, etwas zu unterdrücken. Warum soll ich Triebe unterdrücken? Ja. Wenn Ihr Körper was verlangt, ist das ganz natürlich. Aber wenn Sie den natürlichen Trieb haben, jemanden die Kehle aufzuschlitzen? Glücklicherweise neige ich mehr zur Sinnlichkeit. Auch klebrig, aber weniger tödlich. What? Was ist mit denen, deren Instinkte tödlich sind? Sollten die sie nicht unterdrücken? Ich meine, die Natur kümmert sich um sowas, wenn es passiert, Herr Knight. Ja. Und wie, wenn ich fragen darf? Wenn in der Wildnis ein Mitglied der Gesellschaft seinen Platz nicht einhält, wird es zur Strecke gebracht und ausgelöscht. Schluss damit. Und seiner genetischen Blutlinie. Okay. Blutlinie, Genetik, Werwölfe, Herrenrassen, Berlin, nee, nicht Berlin, München. Ja, auch, also so sehr ich den interessant finde, der ist aber auch, der hat eine richtig ein creepy. Ein bisschen creepy. Ja. Also, wenn er denselben talkt, wenn er seine Torten belabert, bin ich mir nicht so sicher, ob ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, was er angeblich alles so erlebt. Ja, schau dir zumindest mal diesen stechenden Blick an. Er hält hier Augenkontakt konkret. Konkret, über mehrere Minuten, wenn nicht sogar Stunden, das halten die beiden. Ein bisschen sowas, das ist auch die Waffe, die er eben einsetzt auf dem Dancefloor. Ja, wenn es da mal das Madeln mal richtig seine Aufmerksamkeit gewonnen hat, dann ist der starre Blick da rein und man hört schon, wie das Höschen sich abschält. Man sieht, es sind die Star-Meisterschaften. Ja. Beide sind Meister ihres Fachs. Das könnte jetzt noch Ewigkeiten so weitergehen. Ja.
Gabriel versucht gerade den lupfigen Doppelstarrer, aber Baron Preis kontert mit einem Glotzkowski. Der Glotzkowski. Der dreifache Glotzkowski. Der dreifache Glotzkowski ist wahrscheinlich die stärkste Starfähigkeit, die man anwenden kann. Es gab noch niemanden, der dazu eine Reaktion gezeigt hätte. Ja. Erzähl mal was über die Clubmitglieder. Mit welchen hattest du schon Sex? Okay, oder komm los. Gerne? Mit dir? Erzählen Sie mir von den anderen Clubmitgliedern. Die sind in Ordnung. Bitte keine Sorgen wegen von Zell. Im Moment ist er zu uns allen grob. Wechseljahre? Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Er war immer ein arroganter Bastard, ehrgeizig bei der Jagd. Bastard. Sind wir das nicht alle? Nein. Er war lange sehr anständig. Von Glur mochte ihn sogar lange Zeit am liebsten. Und er war ein wichtiger, guter Freund. Aber? Hat sich geändert. Oh. Weil er ein Nazi ist. Also Moment. Von Zell ist die Arschlochgeige, die wir von genau, der gesagt, was machen Sie hier im Keller? Was machen Sie hier im Keller? Gehen Sie raus, Sie. Ich zeige Ihnen, wo es rausgeht. Ich nehme aber dieses Buch vorher noch ganz verdächtig. Bäh. Ja, genau. Ja, und der Typ war also befreundet mit dem netten Baron. Mit dem netten Baron, aber die verstehen sich aus irgendeinem Grund nicht mehr so gut. Haben Sie ideologische Diskrepanzen? Sind es, oder ist es vielleicht, weil der von Zell gemerkt hat, so nett der von Glover ist, ja, da brodelt es noch. Da brodelt es. Da brodelt es unter der Haube. Ich glaube, das ist es. Da ist auf jeden Fall, da haben sich Freundschaften. Die Frage ist, wer von beiden ist der Böse in der Geschichte? Das ist so vermeintlich natürlich der von Zell, weil er einfach ein Arsch ist. Vielleicht ist wirklich aber auch der aber Bürgermeister. Vielleicht ist der Baron auch einfach. Vielleicht ist der Baron irgendwie auch verwickelt. Ich glaube, so langsam. Aber ich glaube, wirklich ist der Bürgermeister. Ich sage dir, jetzt ist der Bürgermeister. Wir kommen in Richtung Erkenntnisse so langsam hin. Die werden sich zum Glück nicht bis ganz zum Ende aussparen. Ich rede mal ein bisschen weiter über die Clubmitglieder. Was ist mit den anderen Mitgliedern? Zum Beispiel. Hennemann zum Beispiel. Ich habe gehört, dass er einen hohen Regierungsposten in Aussicht hat. Hennemann ist ein Säufer. Seine Tage als Superstar sind vorbei. Ich habe drei Bier gerade aufgetrunken. Mir erzählt, dass er ein erfolgreicher Kandidat für eine Pensionierung ist. Ein Politiker weniger, über den man sich sorgen muss. Ja. Na gut. Das war ziemlich eindeutig. Gut, er sagt nichts über den Dr. Klingmann, also hatte niemand bisher was zu sagen gehabt. Der ist aber auch der Frischeste. Er meint ja auch erst seit Wochen da. Ja? Warum ist er da? Ich kann dir sagen, warum. Weil sie gern Doktor im Team hätten, weil einer von ihnen Werwolf ist. Der muss auch ab und zu mal hier die Flöhe dann. Ja, aber würdest du es nicht auch machen, angenommen, du bist jetzt im Jagdverein, du denkst, du weißt alles und dann aber zack und du hast ein Problem, mit dem kannst du. Einer ist quasi zu weit gegangen. Stimmt. Du brauchst jemanden, der irgendwas flicken muss, bevor du nicht die Polizei anschaltest, weil du kannst ja nicht zum Krankenhaus hingehen. Ich bin leider wieder vorwärts in den Fleischwolf gefallen. Also die wollen es sicher unter sich lösen, ja, typischer Filz. Und in dem Fall haben sie einen Doktor in ihre Gruppe geholt, damit der das Prestige hat, aber gleichzeitig ein bisschen hilft, aber die Fresse hält. Kann ich verstehen. Deswegen war der auch so ein bisschen, warum sind sie hier? Ja, ganz genau. Ich sie nicht einfach töten? Ja, es wäre so einfach. Ach so, ich bin ja Arzt. Es wäre so einfach. Ja, es wäre so einfach. Wann hat von Zell sich verändert? Vorhin? Oh, das geht schon eine lange Zeit so. Ich erinnere mich an einen Jagdausflug vor ungefähr einem Jahr. Das war das letzte Mal, dass wir zusammen waren und wirklich Spaß hatten. Spaß. Ich glaube, dann hat es angefangen, schwierig zu werden. Oh. Ist doch voll klar. Jagdausflug, sie waren da vor einem Jahr, einer wurde vom Wolf gebissen, da fing es an, schwierig zu werden, weil der eine ein Wolf wird. Da haben wir es gesehen, sie hatten ja auch die Jagdbilder im Keller, ne, wo sie noch beide von Zell und von Glover zusammen gejagt haben. Stimmt. Ja, und dann nicht mehr, gell? Dann nicht mehr, da muss was passiert sein von vor einem Jahr. Es sieht so aus, als hätten sie von Zell ziemlich abgeschrieben. Gründe? Also, es ist eine Sache, wenn er uns beleidigt. Wenn er das mit dem Baron macht, nein. Es gab Streit zwischen den beiden. Von Glover sagte zu von Zell, dass er sich wegen etwas dumm angestellt hat. Von Zell war aufgebracht. Was hat er gesagt? Er sagte dem Baron, dass er schwach sei. Dass er was? Dass er schwach sei. Schwach. Ich weiß nicht, warum der Baron das hat durchgehen lassen. Ich meine, ich hätte was getan, aber... Naja, es war ein privates Gespräch.
Aha. Wann war das? Ich weiß nicht. 5, 6 Wochen Stunden her. Entschuldigung. Was war es, Monate? Ja. Ich denk, Wochen? Ja, ja, ja. Egal. Egal. Ey, noch mehr über Von Zell. Warum war Von Zell ein wichtiger Freund? Er ist Bankier. Heißt das, er hat Ihnen Geld geliehen? Er ist immer bereit dazu, seinen guten Freunden auszuhelfen. Für meine gute Freunde. Warum sollte jemand in diesem Club Geld brauchen? Ich dachte, ihr wärt alles steinreich. Ja, nun, glücklicherweise habe ich weit weniger von Fontels Hilfe gebraucht als andere hier. Ah, deswegen auch das Buch mit den Schulden. Aber scheinbar sind wir der einzige Reiche hier. Ja. Scheinbar sind wir als Einziger. Ah, die Verstärkung ist eingetroffen. Oh. Jetzt haben wir ein neues Opfer, Herr Knight. Mach dich schon mal nackig. Meine Herren, ich bin erfreut, Sie hier zu sehen. Es, es ist ein Kermit. Es ist Kermit, der Frosch. Meine Herren, Applaus, Applaus, Applaus. Gut. Applaus, Applaus, Applaus. Wieso spricht er mit Kermit? Ah, die Verstärkung ist eingetroffen. Jetzt haben wir ein neues Opfer, Herr Knight. Guten Tag, mein Name ist Kermit und heute erzähle ich euch mal etwas über die Haare. Gleich so, und guck mal, der Säufer geht direkt gleich zum Zapfhahn. Schiebt sich direkt unter den Haaren. Oh Mann, das letzte ist schon 4 Minuten her. So, sehr zum Wohle. Das war jetzt gerade ungefähr 10 Milliliter, die du eingegossen hast. Nabend. Nabend. Ah, das Arschloch kommt. Ja. Hallo, hallo und da, Arschloch. Und da ist Baron. Meine Familie. Von Glover. Wie geht's denn so? Ich trage heute 4 Jacken. Gabriel. Ich freue mich, dass Sie bei uns sein können. Und sehen, ob ihr was sagt. Ah, da ist die Erste. Da geht die Erste. Er trägt in Schichten. Ja. Genießen Sie den Abend, Herr Knight. Danke. Werde ich. Ich habe mal mit dem Baron ich Partys erlebt, da hat er am Ende nur noch einen leichten Trenchcoat. Ja, man konnte fast auf seinem Unterhemd sehen. Fast. So, und was hast du getrunken? Also ich habe da 12 von den Massen. Und dann wissen Sie, dann habe ich gesagt, ich bin mit Abstand. Ich bin mit der Abstand. Beste der Gruppe. Aber du, ich war doch dabei. Warum erzählst du mir das? Da ist der Arzt noch. Oh, guck mal, wie verloren ich mich da gleich fühle. Oh. Im Reich der Pixel. Du, Gregor, ich muss dringend aufs Klo. Ich kann es nicht weiter aufhalten. Ich muss jetzt gehen. Dann geh aufs Klo. Das ist ja gut, da kann ich es aber auch benutzen, auch aufs Klo zu gehen. Ja, ich geh gleichzeitig. Wir haben 2 Klos. Das ist gut. Ja, wir haben hier noch ein ziemlich brandneues. Schau mal rein. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama. Es wird ganz sauber aus mir. Oh, es ist schon da. Andere Richtung. Da. Oh, ich werde sehr betrunken. Wie spät haben wir? 20 Minuten haben wir noch. Ah, okay. Das, wir gleich das durch. Für ein Bier. Zum Glück ist danach vorbei, weil jetzt wäre wieder so ein Tag. Es wäre vorbei. Nee, das geht mehr, nicht mehr. Mehr können wir damit auch nicht machen. Geht auch nicht. Wir haben denn die anderen Male 4 oder 5 Folgen in der Reihe gemacht. Ich glaube, das würden wir heutzutage nicht mehr fähig dazu. Ja, aber ich meine, irgendwie sind die im Moment ja auch ganz lustig, weil das Spiel auch geil ist und anbietet. Aber ich weiß halt, ja. Ich weiß nicht, wie wir 4, 5 Stunden geschafft ich haben. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann, Bruce, geht es weiter mit... Achso, es läuft ja. Schon wieder vergessen. Ich lass einfach laufen. Das ist immer der beste Ratgeber, den man sich geben kann. Hier, die Party ist losgegangen und ich meine, die Situation war wie jedes Mal. Du bist auf eine Party gekommen und der, mit dem du da hingegangen bist, hat sich auf einmal irgendwie abgesetzt. Und alle haben mit jemandem was zu tun und du bist wieder das 5. Rad am Wagen. Muss jetzt mal gucken, zu wem stelle ich mich dazu? 7. Rad. Wo versuche ich nochmal, mich in ein Gespräch einzuklinken oder nicht? Ich hasse diese Momente, aber eigentlich brauchte der Club noch ein 8. Mitglied. Ganz genau, wir müssen keine ungeraden Clubmitglieder. Wir nehmen Paare auf. Wir nehmen immer nur 2 Mitglieder gleichzeitig auf. Ja, so wie es gehört. Ich gehe erstmal zu den Säufern hier rüber. Ja, ich habe meine Nachmittagstermine abgesagt. Wir treffen uns hier um 4 Uhr. Ja, soviel ich weiß. Ah, guten Abend, Herr Knight. Hennemann, von Eigner? Gesellen Sie sich zu uns. Ja, gern. Alles klar.
Gesellen Sie sich zu uns. Bin ich der Einzige, der gerade so einen Club irgendwie ganz spannend findet? Guck mal, da ist so ein Raum und das sind alle relevanten Persönlichkeiten deines näheren 100 Kilometer Umkreises. Ja. Und du kannst mit denen Bier trinken, du kannst ihnen sagen, ey, das mit dem Auto, wo ich da park und so, Parkverbot und Ärger bekommen und Tickets, kann man da nicht was machen. Du kannst alles klären, ja, du kannst alles klären, alle Probleme, die du hast, einfach. Ohne Bürokratie und so. Und selbst wenn das heißt, ja, ich muss kurz den fragen, gehst du ums Eck und da steht er oder wie? Ich muss ja? kurz den fragen. Hör mal. Und so, fertig. So werden Probleme in Bayern gelöst. Warum können wir das nicht als Maßstab für die ganze Welt nehmen? Es wäre sehr praktisch. Hier im schwarzen Loch des Saufens, das ein bisschen so aussieht wie ein Set von einer Show aus den 70ern. Nein, das rechts ist das Gewissen der Bayern. Also das ist, und in der Mitte ist die Politik. Aber rechts ist das Gewissen. Egal. Also, Hennemann ist, glaube ich, der und das müsste von Aigner sein, der Solfi. Machen wir mal. Ich habe heute mit mehreren Clubmitgliedern gesprochen, mit Ausnahme von Ihnen, Herr von Aigner. Wie furchtbar. Keiner im Club hier ist ein besserer Gesprächspartner als ich. Applaus. Wie wahr. Wäre mir ein Vergnügen. Der muss aufhören, so zu reden. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ey, der muss aufhören. Sie müssen nur einen Sprecher gehabt haben, der eben quasi seine Stimme verstellen musste, damit er den auch mitsprechen kann, oder? Ja, klar, kann ich. Kein Problem. Kann ich erwähnen. Ich habe 5 Stimmen. Was, Piggy? Was? Ich spreche den euch. Was hat Gonzo gemacht? Psst, dann los doch. Oh ja, stimmt ja, jetzt hab ich's. Klar, also seht ihr, genau hier. Die Leute haben im Allgemeinen ihre Haare immer oben auf dem Kopf. Seht ihr? Genau oben auf dem Kopf sind die Haare. Wenn ihr also Haare sucht, wisst ihr, wo ihr sie findet. Klar? Was? Gonzo. Das ist ja der dritte, er hier spricht so. Oh, trinken die. Das ist ein bisschen wie Fiddy und Bumsi von Sanft und Sorgfältig. Ungefähr so. Ja, gut, wir legen mal weiter. Herr Hennemann. Und Sie habe ich auch noch nicht kennengelernt, Herr Hennemann. Also, ich befinde mich heute Nacht bereits jenseits jeglicher Konversation. Das sehe ich. Morgen ist gut. Dito, meine Herren. Was für ein lustiger Betrunkener. Der wollte gar nicht, gell? Ja, jetzt. Das ist seine beste Ausrede. Jetzt, wo ihre Zungen gelockert sind, sag mal was über den Wolf. Habt ihr schon von der verstümmelten Leiche gestern gehört? Was? Ist gleich um die Ecke passiert. Furchtbar, einfach fürchterlich. Ich wollte eine Zeitung kaufen, aber mir lief leider die Zeit davon. Wissen Sie mehr, Herr Knight? Ein bisschen. Das Opfer war ein Mann namens Großberg. Er hatte einen Pelzhandel in der Stadt. Entsetzlich. Wissen Sie, die Sache mit diesen Zoowölfen ist unentschuldbar. Der Bürgermeister ist sehr besorgt. Sogar der Ministerpräsident macht sich Sorgen. Schauen Sie an. Kannten Sie Großberg, Herr von... Ich bin Großberg. Was? Großberg? Wieso? Nein. Wieso fragen Sie? Offensichtlich ja. Dachte, nur weil Sie beide mit Tieren zu tun haben. München ist eine große Stadt, Herr Knight. In der Tat. Ach, egal. Ich war nur neugierig. Wenn ich mich recht entsinne, der Name von Aigner ist bei dem Telefongespräch gefallen. Also irgendwas muss da geldmäßig oder zumindest businessmäßig mit dem Mordopfer gewesen sein. Was ist nochmal der Job von Aigner? Ich hätte gedacht, dass er jetzt der Bürgermeister ist, aber es ist ja anscheinend der andere, ne? Der Hennemann. Also der hohe also Offizielle. Also keiner von beiden, oder? Doch, der müsste dann der Offizielle sein. Wirklich? Ne? Weil es wurde ja gerade über den Bürgermeister gesprochen. Und dann, also würde ja sagen, er oder sie oder ich, aber in dem Fall hat er doch gesprochen, links in der Mitte, also kann er nicht der Bürgermeister sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte bei denen eher geschätzt, weil der hat sich ja sofort das Bier gegriffen, sobald die da waren. Und gleich, dass sie. Ja, weil er ganz schön viel zu ertränken hat. Ja, es muss eigentlich sein. Du hast ja keine Ahnung, wie das war mit dem Werwolf. Ich darf jetzt nicht weiterreden. Nee, ich brauche noch ein bisschen. Schwarzer Wolf? Nein! Das ist deine Antwort auf alles. Das ist das Beste. Ja, guck nochmal. Ja, worüber haben Sie gerade gesprochen? Na, worüber haben Sie sich denn gerade unterhalten? Morgen gehen wir auf Exkursion. Kommen Sie mit uns? Ja. Ja. Unser monatlicher Jagdausflug. Ja. Ein Jagdausflug? Wirklich? Wo? Unsere Hütte ist in Eppenberg, mitten im Bayerischen Wald. Fahren Sie mit uns? Mein Lieblingsberg. Also Mann, das hört sich toll an, aber... Ich muss noch mein Gewehr reinigen und... Ach, wir haben genug Gewehre in der Hütte. Herr von Aigner, vielleicht wünscht der Herr Baron nicht, dass Herr Knight uns schon so früh begleitet. Ach, wieso? Warum denn nicht? Herr Baron! Oh. Fehler. Von Aigner. Der Jagdausflug. Wird unser neuer amerikanischer Freund uns begleiten? Herr Knight? Also ich sehe keinen Grund, warum... Auf keinen Fall! Oh. Er ist nicht mal Mitglied. Konfrontation! Er hat wahrscheinlich nicht mal einen gültigen Jagdschein. Unsinn gar.
eher wir seine Technik sehen, desto besser. Wir nehmen ihn einfach mit und kümmern uns um den Jagdschein, wenn wir wieder da sind. Das ist nicht legal! Seit wann schert sie denn das Gesetz? Es geht doch nur um eine Jagderlaubnis. Finde ich auch. Ich würde mich über Gabriels Gegenwart sehr freuen. Ein bisschen Geld leihen? Nun, genug jetzt. Der Baron sollte bekommen, was er wünscht. Oder nicht? Es wird vielleicht trotzdem eine interessante Vorstellung. Nee. Also, er ist der Baron, er bekommt, was er wünscht. Ja. Immer. Er ist aber auch gleichzeitig irgendwie... Der den Leuten das Geld gibt. Er hat ja auch... Er ist der soziale Brennpunkt auch, ja? Also, er war befreundet mit von Glover, die haben sich zerstritten. Er leiht den Leuten Geld, deshalb schreibt er das auch in seinem Buch da unten rein. Die er braucht 500, aber kein Geld eigentlich? Er braucht kein Geld, weil er hat es ja und vergibt es dann an die anderen. Die anderen stehen also alle in der Geldschuld bei ihm. Wobei ich das aber schon nicht ein bisschen, alle, er nicht, in der Mitte. Ich glaube nicht, dass von Glover in der Geld... Er stand nicht im Buch. wobei ich dann aber auch finde, selbst wenn du dir von... Du gehörst zu so einer reichen Clique und du leihst dir Geld von einem der anderen. Wie runtergekommen musst du sein, dass du sagst, ich habe mir 100 Mark geliehen von dem? Ey, das waren teilweise 100 Mark, 500 Mark, 250 Mark. Das ist doch selbst damals nicht viel Geld gewesen. In dem Sinne, dass man sagt, oh, der ist aber reich. Vor allem in dem Umfeld. Ey, 500 Mark zahle ich für den Kronleuchter da. Ja. Und jeder Stein links in dem Kamin kostet 100 Mark. Der und, ist auf 500 Mark Scheine gemacht. Aber es erklärt, warum das Ganze so traurig aussieht. Warum da zwei Ikea-Sofas sind und zwei Sessel und Fake-Kamin und hinten noch rechts ein kleines Stehpult. Mit so einem Ikea-Bier-Zapfhahn. Ja. Der, wo gar kein Bier drunter ist, die einfach nur so tun, als ob sie trinken. All die 5-Euro-Fass. So ein Fass ist da drunter. So, welche der beiden Gruppen nehmen wir hier? Ich weiß es nicht mal. Ich finde das alles suspekt. Das ist alles, also die sind mir alle suspekt. Sind hier alle suspekt. So, ich glaube, hier haben wir das meiste Explosionspotenzial. Erstmal der von Zell und dazu noch der ESO. Der Dr. Klingmann, der so ein bisschen shifty. Ja, wir haben es geschafft, uns mit jedem so ein bisschen anzulegen. Abseits zu reden. Mit Ausnahme anzulegen. Von Glover, weil der mag uns. Ja? Aber auch nur, weil er uns mag. Also, ja. Er reagiert einfach so, dass man denkt, no, der mag uns. Also vielleicht ist er auch ein Teufel. Er ist der Einzige, der uns quasi hier mit reingeholt. Jeder andere, also mit Ausnahme hier von dem Preis, ja, der Beste mit Abstand, weil der war ja nonchalant. Ach, das ist der Preis, ja, der sieht so klein aus hier. Ja, ja, verglichen, guck mal, der ist ein Hühner einfach. Ne? Ja, aber der trägt ja auch Reiterschuhe mit Absätzen. Das stimmt, schau dir das an. Sind das Buffalos? Das sind auf jeden Fall Buffalos. Moonboots. Die sind allein schon Moonboot-Buffalos, die sind 30 cm hoch. Das sieht man hier nicht, weil es so schwarz ist. Genau, hier ist sein Fuß. Hier ist sein Fuß und der Rest ist einfach Absatz. Oh Gott, ey, warum können wir nicht einfach die Mode der nächsten 100 Jahre designen? Im Ernst, wir würden lustigen Scheiß ausdenken. Es wäre so easy. Es wäre am Anfang schwer. Ihr würdet hart reinkommen. Aber dann nach 100 Jahren würdet ihr sagen, Mensch, diese Klamotten, die sind ja genial. Wer hat die erfunden? Eben. Und dann sagen die, darüber reden wir nicht, die haben wir damals verbrannt. Weil wegen den Klamotten. Die Leute, die die erfunden haben, die Klamotten verbrannt, nicht die Klamotten. Nein, bei alles. Ah, Gott! Hör mal. Gott. Eduard, muss das sein? Ja, Eduard, kannst kurz mal reinkommen, mich entschuldigen dafür, dass du gerade meine Flasche hier rechts umgestoßen hast. Sorry. Nein, du kannst ruhig richtig reinkommen. Ja, Eduard, komm. Kopf rein ja, und sorry, Kopf, sorry. Kopf. Weiter, sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. Siehst du, so frech sind die Leute geworden. Du weißt, dass ich dir im Schnitt alles drunter legen kann. Mit diesem Finger puppel ich in... Ganz genau, du hast gerade irgendjemanden in den Anus gebiet. Ja, genau. Eduard, das wirst du noch bereuen. Ne? Das wirst du noch bereuen! Und er läuft gerade weg und holt sich schelmisch eine Perücke und einen Hut. Ich brauche diese Perücke und diesen Hut. Ohne das... Es ist Björn Borg. Björn Borg. Hast du einen Hamburger für mich? And the Eurovision Song Contest goes to... Ach, Leute... So, ich konnte bei denen gar nicht draufklicken auf den Klingmann und den anderen. Hier muss was gehen. Ich bin der Meinung, das sollten wir irgendwie regeln. Hallo. Hi. Ich komme gleich zu Ihnen, Gabriel. Verpissen Sie. Price und ich sind fast fertig. Also. Okay. Ich bin in der Nähe. Ich erzähl nochmal. Warum ging das Hühnchen über die Straße?
Oh, dieser Club ist so peinlich. Okay, zwei Leute, die sich an der Bar besaufen, zwei Leute, die zusammen nuscheln und zwei andere Leute, die man scheiße findet. Also, was ist in diesem Club so toll? Ja. Jetzt kann ich mit denen reden. Ich habe mich in der Angelegenheit bemüht, so gut ich kann, aber... Ja. Ja, Herr Knight. Der Schwarze Wolf wäre vielleicht ein gutes, oh, ja, um das Eis zu brechen. Ja, genau. Es ist also, ah, schade. Ey, das ist aber auch so, das ist... Also dreimal... Ist dreimal dummer Smalltalk. Bla, hey, bla, bla. Wie geht's denn so? Na, worüber unterhalten Sie sich? Ich wollte nur mal eine Illustrierte nehmen. Ja, dann nehmen Sie sich die doch. Ja. Na, wie geht's denn so? Gut. Wie geht's? Gut. Würden Sie uns bitte entschuldigen, wir haben etwas Privates zu besprechen. Wir müssen noch die Zähne putzen. Oh, klar. Oh, waren das alles so Wegschmeißworte? Gut. Okay. Da war jetzt nichts. Oh, ich möchte die alle verprügeln, wirklich. Ich möchte mit einem großen Kantholz wie einmal Bam drauf, Bam, ne? Bigelow einfach hier so durchrennen. Knüppel aus dem Sack. Genau die richtige Größe, damit der große böse Wolf durch den Kamin rein kann. Oh, ich hab den Kamin. Wenn er nicht schon hier. Okay, kann ich jetzt nochmal hin? Ich habe mich in der Angelegenheit bemüht, so gut ich kann, aber... Hallo! Ja. Hi. Ja? Ja, Herr Knight. Okay, also... Was gibt's Neues, hä? Was gibt's? Sie sind lästig, Mr. Knight. Ach echt? Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein gesellschaftliches Ereignis hier. Ich rede einfach mit jemand anderem. Aber ich habe mit den anderen schon geredet. Ach, diese Amerikaner. Knight, unglaublich. Also diese Amerikaner. Das geht nun wirklich nicht. So, ja. Ich will mal die Illustrierte jetzt mitnehmen. Die haben ja auch gar keine Gesundheitsversorgung. Oh, ja, aber komm, man kann es tatsächlich ich auch glaub, erschöpfen. Ich glaube, es ist die Illustrierte. Wollte nur eine Illustrierte holen. Dann holen Sie bitte eine. Das ist genauso, wie ich es vorgeschrieben habe vorhin. Wirklich. Danke. Dieser eine Spiegel. Dafür wirst du bezahlen. Was? Was? Dafür wirst du bezahlen, Spiegel. Was? Was genau war das jetzt? Ey, und da ist der Spiegel. Lass mal gucken. Mit Grace Nakimura hier drauf. Ach, des Spiegel. Moment. Des Spiegel. Moment, aber auch des das sehe ich ja jetzt erst. Des Spiegel. Es ist zu gut. Es ist einfach, ey, Props. Und scheiß Props. Und seid nicht traurig. Und Ulrike außerdem ein Meinhofs Töchter über ihre Kindheit im Schatten des Terrorismus. Bader-Meinhof-Komplex, das ist doch, ne? Ulrike Meinhof, sie gehört doch... Also die haben ein richtiges, genau, ernsthaftes Cover hier genommen und da Des Spiegel draus gemacht. Die Frage ist eigentlich eher, warum haben sie nicht die Rechte eingeholt, um das Originalcover zu nehmen? Außerdem reicht es, also reicht doch nicht, dann einfach das zu machen. Ich weiß nicht, frag mal lieber unsere Grafiker, warum sie nicht sowas gemacht haben. Warum nicht an dem Planeten noch irgendwie... Nochmal ein S gepackt. Weiß ich nicht. Ja, offensichtlich reicht. Ich kann das nicht lesen. Es ist auf Deutsch. Ich kann das nicht lesen. Es ist auf Deutsch. Ja, natürlich ist es auf Deutsch. Aber besser wäre gewesen, etwas über Werwölfe mit dem Originalcover von Der Spiegel. Oh, ja. Das wäre gut gewesen. Das wäre was gesagt, gewesen, ja, genau. Ich gehe mal rüber. Da hat er aber mal eine E-Mail geschrieben. Also ich kann es niemandem geben. Schauen Sie, diesen Spiegel, wollen Sie gucken? Der liegt hier seit 3 Wochen, Herr Knight. Ich habe mich in der So, was bleibt denn noch über? Das ist echt blöd, ey. Über was redet ihr beiden? Wir könnten es sagen, Mr. Knight. Aber, dann müssten wir sie töten. Hä? Baron von Zell, was? War nur Spaß, Doktor. Verzeihen Sie, aber unser Gespräch ist vertraulich, Mr. Knight. Gehen Sie nur. Wir spielen mit Ihnen später. Kann's nicht erwarten. Ich bin mit Abstand der Beste hier. Mit Abstand. Oh. 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 Diese Amerikaner. Diese Alter. Amis.
Oh, es ist ein unsympathischer Haufen an Vollspackos. Ich möchte eigentlich nichts mehr mit denen zu tun haben. Darf ich den gerne, wie nennt man das, Shipping nennt man das doch, wenn du so zwei Charaktere, fiktive Charaktere sozusagen in eine fiktive Beziehung dann reinpackst. Ich möchte ihn und Grace Nakimura, weil beide so ähnlich unsympathisch sind. Ich glaube, beide sind sein Beuteschema. So ein bisschen, mit beiden würde er sich arrangieren. Ja. Er fände es ja am Anfang ein bisschen edgy, aber dann doch würde er merken, dass im Schlafzimmer die Talente liegen. Es ist auch durchaus gut, mal die Salami im Brot zu sein. Ja, so ist es. Schreib dich nicht ab. Sei die Salami im Brot. Ganz genau. Auch du kannst mal ein Stück Fleisch sein. Auch du kannst. Die sind beschäftigt. Es macht ja Spaß, die beiden zu. Ey. Die beiden sind doch schon meine Freunde. Was habe ich denn für Items, die ich denen... Ey, du musst nur noch ein, zwei Sachen machen und ich sag dir, dann landen wir sein, bei Nakamura Ishimoto. So, was habe ich... Oh, ich habe so viel Zettel dabei. Das sind alles Zettel. Alles ein Zettel. Das Manuskript, Gabriels Visitenkarte, Kassette mit Klingmann-Montage, Ritter durch, von Glovers Visitenkarte. Talisman, Schlüssel, Jagdclub, Hauptsaal, ja. Kuckucksuhr, Zeitschrift, Großbergs Telefonnummer. Warte mal, der hier hat ja ausgeschlagen bei Großberg, ne? Oder als wir darüber gesprochen haben? Nein, ist nicht. Ja, aber guter Gedanke. Tagebuch, ja. Christian Ritter, Brief an Grace, Gabriel, Lykatomie. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass es eine Klickrunde ist. Ich gucke mal kurz, wie viel Zeit haben wir eben. Ups. Oh. Sechs Sekunden. Das passt ja auch dann ganz gut. Schaffen wir es in 4, schaffen wir es in 3, schaffen wir es in 2, schaffen wir es in 1. Hast du es geschafft in 0? Ich habe es nicht geschafft, nein. Okay. Ja, leider, da ist die Zeit vorbei, ne? Da ist die Zeit vorbeigegangen, aber ist auch, glaube ich, der ideale Zeitpunkt. Einerseits, weil wir jetzt werden wir wieder... Ja. Ja, jetzt, das sind wir dabei. Mir ist dann prima. Aber es wird so wieder auch mal nötig, dass wir eine Klickrunde machen. Und einfach mal, ich würde jetzt jeden Gegenstand durchgehen und wem muss ich welchen geben. Vielleicht habe ich auch was Falsches gemacht und hätte nochmal in die Zeitschrift gucken müssen, bevor ich sie jemandem gebe. Zum Glück haben wir ja eine Kuckucksuhr, an die wir jetzt diese Maus vorne dran machen. Die von alleine dann klickt. 12, 12, 12, 12, 12, Kuckuck, Kuck, Klick, 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 die ganze Zeit. Einfach endlos. It's drinking the water! Irgendwann wird ein Rätsel gelöst werden und dann können wir weitermachen. Ja, ich habe es im Urin, also jetzt nicht mehr, weil wir gerade auf der Toilette waren, aber in dem Urin, der drin war, da hat drin gesteckt, dass wir auf jeden Fall nicht mehr so lange im dritten Kapitel hängen müssen und mindestens die Halbzeit dieses Spiels erreicht haben mit der heutigen zwölf Folgen. Wir haben heute 50 Punkte gelöst. Ein Fünftel von dem, was wir in 12 Folgen gelöst haben. Wir waren früher besser. Wir waren schneller. Wir waren früher besser. Wir wollten es mehr. Wir wollten es wirklich. Wie die Jagd, Gregor. Wir wollten es. Wir wollen es nicht mehr. Ist es so? Ist es vorbei? Meine Sinne waren früher mal geschärft und ich habe mich einfach in die Bequemlichkeit der Gesellschaft gelegt. Müssen wir uns in einen Bad verstecken, bis wir wieder die Ursuppe aufgesogen haben? Du darfst nicht am wogenden Busen des Proletariats nagen, weil ansonsten schärfen sich deine Sinne nicht mehr. Sondern nage am Bad des Bartholomäus. Punkt. Meiste Sachen muss man auch nicht erklären. Nee, muss man nicht. Die sind so deep. Da sollen die Leute mal eine Woche drüber nachdenken oder 4. Bäh. Scheiße. Du warst schneller. Ich wusste, dass du es vergisst. Ja,